zurück zu diesem neuen Video. Ja, ich bin jetzt fertig für mein allerletztes Footballspiel von meiner Highschool. Das hier ist unser letztes Homegame und dann ist die Football-Season einfach rum und ich werde nie wieder ein Footballspiel in der Student-Section haben. Das ist gerade irgendwie sehr deprimierend, aber ich mache jetzt so einen Wochenends-Vlog und zwar ist dieses Wochenende Halloween. Und ich dachte mir, ich muss das irgendwie festhalten. Ich muss da irgendwie einen Vlog drüber machen. Eine Freundin kommt mich in 5 Minuten abholen und dann fahren wir zum Game. Heute ist Pink Out, also das ist das Thema. Und genau, danach gehen wir dann was essen. Morgen ist geplant, dass wir auf eine Halloween-Party gehen. Und übermorgen mache ich noch was mit meiner Gastfamilie. Es sollte ein ziemlich interessantes Wochenende werden. Es ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um dich jetzt mitzunehmen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Where's your car? I don't remember this kid brought it. Wait, didn't. Is that her car? I can. Let me drive this one. Where the fuck is the car? We weren't in this spot. No, because they got a new spot. We weren't even in their car. Where the fuck is the car? Wait. Oh. Go. Go, how can I do it? They can't see me. Continue. I can't see them. What is he waiting for? I'm feeling miserable right now. I have dirt in my face. I have dirt on my clothes. Where's the car? It's not here. I think we missed the car. Yes, we did. Remember my name? It's probably 'cause you think you're cooler than me. Love to get out to the end. I've been waiting more than ever. You like there is no sour sense. Oh, can we get an extra mayo, please? Thank you. Yep. Thank you. Here you go. Okay, also es ist jetzt 23:30 abends, nachts, was auch immer. Wir sind vom Footballspiel zurückgekommen, wir haben gewonnen und es hat halt sau viel geregnet, wie man vermutlich erkennen konnte und es war halt auch relativ kalt. Okay, und hier mal noch gerade ein kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Einfach nur, dass ich mal kurz erklären kann, warum ich Dreck im Gesicht hatte und Dreck an meinen Klamotten. Also du kannst dir das so vorstellen, die Footballspieler waren halt alle extremst dreckig und da waren dann halt ein paar Leute, die einfach auf dich zugekommen sind und die einmal schön die Hand übers Gesicht geschmiert haben und die dich dann einmal fett umarmen und danach war es so dreckig. Ich kann mal hier ein Bild einblenden, wie die so circa aussahen. Ja, genau, das wollte ich auf jeden Fall nur noch kurz sagen. Sonst
denkt man sich wahrscheinlich wirklich so, warum hat sie jetzt Dreck im Gesicht? So. Aber ja. Danach bin ich noch mit ein paar Freundinnen im Auto zu McDonald's gefahren. Und meine eine Freundin ist dann noch mit mir hier hingekommen, ist dann noch für eine Stunde hier geblieben und ist jetzt abgeholt worden. Und ja. Guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag. Eigentlich haben wir schon fast Mittag. Ich habe jetzt schon was gegessen und Sport gemacht. Ich mache mich jetzt gleich fertig. Und dann gehe ich so gegen Mittag, also gleich Football gucken. Also es ist Michigan State gegen Michigan, University of Michigan. Und ja, also blau, blau-gelb gegen grün-weiß. Das ist alles, was ich weiß. Genau, auf jeden Fall gehe ich das dann gucken. So gegen 8 kommt mich dann eine Freundin abholen, dann gehen wir zu einer Halloween-Party. Ich kann schon mal spoilern, ich werde so eine Fee. So eine Art Fee. Genau. So, also ich bin jetzt immer noch bei diesem Football-Spiel-Dings. Und es sind jetzt schon drei, also das dritte von 4 Quartern ist dran. Also ein Football-Spiel ist in so 4 Teile aufgeteilt und davon ist jetzt das dritte dran. Und ich gehe jetzt kurz einmal schnell nach Hause und gebe den Hunden was zu essen und bringe die kurz einmal raus. Und genau. Genau, aber danach gehe ich dann auch schon direkt wieder dahin zurück und die haben da auch alle so kleine Snacks und so. Es ist super süß. Oh, Licht geht los. Okay. Oh, guess who's ready? Sit down. Sit down, Aya. And stay. There we go. Sie haben jetzt gerade was zu essen bekommen. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und guck mal, es wird langsam Herbst. Langsam, aber sicher wird es Herbst. Ich habe mich da so drauf gefreut. Das ist voll die süße Deko. Und hier ist auch so eine voll die coole Deko, das ist so eine Skelett-Meerjungfrau. Finde ich voll cool. So, wir haben jetzt 6 Uhr und ich fange jetzt an, mich fertig zu machen. Ich habe jetzt mein Kostüm hier unter diesem Vest an und jetzt mache ich mein Make-up, mache meine Haare. Kacke. Guck mal. Mein einer Eyeliner ist echt okay geworden. Und jetzt kann ich kann schon sehen, wie ich den anderen Eyeliner wieder nicht hinbekomme. Weil wirklich, ich bin einfach absolut katastrophal schlecht in Eyeliner ziehen. Weil mein einer immer besser aussieht wie der andere. Aber naja. Hey guys, I think I did it. Jetzt muss ich noch mein Make-up da wieder neu machen. Weil, wer hätte es gedacht? Ich habe tatsächlich 3 Versuche gebraucht, um den anderen Eyeliner so hinzubekommen, dass er zumindest annähernd so aussieht wie der Eyeliner auf der anderen Seite. Okay. Also meine Haare sind jetzt auch soweit fertig. Meine Nägel sind jetzt auch lackiert und ich habe so Ringe angezogen und so Ketten. Ohrringe muss ich noch anziehen und genau. So, also ich bin jetzt mit meinem Outfit soweit fertig. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, bin ich eine Fee. Ich habe so kleine Flügel. Ich versuche jetzt das Outfit irgendwie mal zu zeigen. Ich muss noch rausfinden, wo ich mein Handy hinstelle, dass man das alles sieht. So Leute, wir sind fertig zum Aufbruch. Wir haben jetzt 8 Uhr. Meine Freundin kommt mich jetzt abholen. Ich bin aufgeregt. Applesauce. Okay, also wir sind gerade nach Hause gekommen. Ich habe nicht wirklich viel mitfilmen können, einfach weil es auf der ganzen Party so relativ dunkel war. Also es war halt sehr viel draußen und sowas und ich kann euch aber ein bisschen davon erzählen. Also wir sind halt da hingekommen, das war so eine Party, ich würde sagen so 30, 40 Leute. Es war eigentlich echt ganz cool. Aber an irgendeinem Punkt sind wir dann mit ein paar Freundinnen und ein paar Freunden halt einfach mit dem Auto ein bisschen rumgefahren und sind dann zu einer anderen Person, zu einem Haus gefahren.
und haben da eine Pizza bestellt und sind dann nochmal zurück zu der ursprünglichen Party gegangen und sind dann da ein bisschen geblieben und dann wurden wir schon abgeholt. Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht und es war so voll die coole Erfahrung. Ja. Morgen. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht und jetzt gucke ich mir wahrscheinlich eine Serie an, während ich esse. Ich bin jetzt fertig. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich gerade eben einen Kürbis geschnitzt. Ich habe versucht, die Grinsekarte zu machen. Es hat so semi funktioniert, aber er sieht eigentlich ganz süß aus. Und jetzt habe ich unser Halloween-Kostüm. Und jetzt fahren wir zu meiner Gastcousine und genau, dann machen wir da so Trick-or-Treating. Wie heißt das auf Deutsch? Wenn man rumläuft und so Süßigkeiten bekommt. Irgendwie ist das hier auch noch so ein Ding, wenn man älter ist. Genau. Wir sind jetzt am Trick-or-Treaten. Also wir laufen eigentlich rum und kriegen Süßigkeiten. Von meiner Highschool und ich nehme jetzt das Outro gerade hier auf, weil ich habe irgendwie sonst die nächsten Tage nicht so viel Zeit und genau. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und du konntest so ein bisschen so einen Eindruck von meinem Halloween bekommen. Ich persönlich fand es mega cool, es war voll die schöne Erfahrung und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bye!